Ja, komm, heute noch. Ja, jetzt mal ernsthaft, heute noch vielleicht. Ach Gott. Ach Gottchen, oh je, Mine. Jetzt komm schon. Da verhungerst du ja hier. Übel, ne? Muss schon ein scheiß Leben sein. Ey, der hat doch angebissen. Probier ich's mal auf der anderen Seite. Ach, verdammt. Zuweil sollten wir vielleicht nicht rennen. Ey, wo ist denn der Fisch hin? Ah, okay, hab ihn. Dinger. Dinger! Nein. Blumen. Wenn wir dann weiterziehen, nehmen wir am besten die Rohstoffe aus der Rohstoffkiste mit und das Glas, oder? Und natürlich das Essen, dann hauen wir ab, würde ich sagen. Ja. Nein, komm her, Fisch. Jetzt müssen wir nach Fischen tauchen. Oh, ich glaube, es wird dunkel. Irgendwie schon, ne? Ein bisschen. Okay, ich würde sagen, wir hauen gleich ab, oder? Jo, ich Ja, habe vier wir. Fische. Jupp, ich habe auch vier. Hauen wir ab. Kommst du? Jo. Boah, das wird jetzt wieder. Das wird jetzt wieder eine schwere Geburt, dort hochzukommen. Nein. Mann, diese scheiß Lianen regen mich auf. Komm, die haben doch auch was Gutes. Irgendwie ja schon, aber irgendwie regen die auch einfach nur auf. Also solange du mir jetzt einfach nur hinterher rennst, sollten wir echt gleich hochkommen. Okay, ich bin oben. Nein. Oh, scheiß Klappe, ey. Oh, jetzt hunger ich. Ich dachte schon, mich trifft hier ein Viech. Okay, dann hauen Backt wir das hier auch noch erstmal. rum? Hauen wir am besten erstmal die Fische alle rein in den Ofen. Bei mir backt Dings rum. Ah, jetzt. Also am besten hauen wir erstmal die Fische in den ganz unteren Ofen, da habe ich meine reingemacht. Boah, ich verhungere jetzt gleich. Zieht mir schon Leben ab. Ich werde auch gleich verhungern, glaube ich. Ich habe jetzt noch drei Essensbalken. Also es wird echt Zeit, dass wir mal was futtern langsam. Das ist halt der Dreck an dem neuen Minecraft, dass man quasi gezwungen ist, was zu essen. So, ich nehme mal zwei Fische. Nehme ich mir die anderen zwei. Essi, komm. Nein? Einen Fisch brauche ich noch, dann hoch. Dann bin ich satt. So, meiner ist jetzt wieder voll. Okay. Boah, ich krab mal die Hälfte. Dann würde ich mal sagen, alles, was hier in den Kisten drin ist, werden wir vorerst mal drinnen lassen, denke ich mal. Ein bisschen Holz habe ich dabei. Es ist gerade Tag geworden. Dann nehmen wir, denke ich mal, die Diamanten nehmen wir mit, Lapis nehmen wir mit, Gold nehme ich mit, dann vielleicht ein bisschen Redstone. Und ein So, bisschen jetzt hat er. Kohle. So. Also ich habe Rohstoffe dabei. Nimmst du vielleicht hier aus der Kiste, wo ich gerade drauf stehe. Schau mal her. Warte. Nimmst du hier vielleicht ein bisschen Cobblestone raus und das Glas. Ja. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich abhauen, oder? So habe ich nur, wenn ich mich noch richtig erinnere, bin ich in die Richtung da geflogen. Das heißt, wir werden jetzt in die Richtung aus dem Dschungel entkommen. Hey, was zieht er mir mein Leben ab? Autsch. Okay. Wie du siehst, war ich hier schon fröhlich am Erkunden im Let's Play. Aber der Dschungel ist wirklich riesig. Okay, ich glaube, wenn wir da runter springen, das würden wir nicht überleben, Passi. Meinst du?
Ja. Nö, warum? Och, geht ja nur 30 Blöcke in die Tiefe und der Typ hält gerade mal so 20 aus. Ich meine, ich bin von meiner 15 Block hohen Eisenbahnbrücke geflogen. Der Typ ist auch fast verreckt dran. Ah, der Dschungel lichtet sich langsam, glaube ich. Kommst du? Ich will nur noch raus aus dem Dschungel. Eine Höhle. Scheiß mal auf die Höhle, einfach nur raus hier. So, dann geht es jetzt weiter durch den Dschungel. Ich fühle mich gerade wie hier, wie hieß er nochmal, der Tarzan, ne? Tarzan hieß er. Ja. Fühle mich wie Tarzan oder Bear Grylls. Wobei Bear Grylls um einiges cooler ist. Tarzan ist aus der Steinzeit, Mann. Heutzutage heißt es Bear Grylls. Übel. Tarzan ist nicht Tarzan, Tarzan heißt Bear Grylls. So, nein, Bear Grylls heißt Tarzan. Ah, da ist die Tundra. Wunderschön. Aua. So, dann würde ich mal sagen, laufen wir ein Stück in der Tundra, bis wir weit genug vom Dschungel weg sind. Boah, jetzt hatte ich gerade einen richtigen Lag. Ja, du gammelst da hinten noch dein Leben. Du rennst da ja hier Nö, ich laufe richtig ganz durch. normal. Ich bin bis jetzt noch kein einziges Mal hier durchgesprintet. Schaf! Stirb, stirb! Auch bist du liebevoll. Ja, wir brauchen Wolle für Betten. Schaf, Schaf, Schaf! Stirb, 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 stirb. Danke. Scharf, stirb, Stirb. 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 Komm erst gar nicht auf die Idee. Okay. Es geht aber weiter. Laufen auf Terrain, das ich nicht sehe. Ernsthaft? Ja, ich kann hier durch die Welt schauen, hier sind überall Höhlen. Benutzt du etwa den X-Ray-Mod? Nein, das lädt bloß nicht. Hier hinten ist ein Höhleneingang. Ist ja lustig. Hier ist überall Lava. Kommst du? Ja, ich sehe halt nicht so viel. Mach ein Ja, auch im Reconnect. Dunkeln. Mach ein Reconnect am besten. Okay. Ich warte auf dich. Ach, jetzt bin ich wieder da. Bist du? Hier. Wo? Hier. Ah, da. Noch ein kleines Stück, bis wir so ziemlich am Ende der Tundra angelangt sind. Dass wir den scheiß Dschungel nicht mehr ertragen müssen. Boah, hier ist es so richtig schön reich an Tieren. Ich schlachte hier mal ein Schwein. Mach das. Am besten suchen wir uns eine flache Ebene, wo man ein richtig schönes Haus hinbauen kann. Gib dein Fleisch her, Schwein. Wenn ich nicht wüsste, dass hier 1000 Wölfe rumrennen als Rudel, würde ich jetzt den Wolf hier abschlachten, aber naja, ich weiß halt, ne? Gib mir dein Fleisch. So, gut, jetzt sind wir am Ende der Tundra hier hinten, wo ich jetzt stehe. Da geht's weiter zur Wüste. Tundra oder Wüste? Ich würde sagen, Wüste ist übersichtlicher. Ja, ich denke mal auch. Vorher schlachten wir uns hier in der Tundra am besten noch ein paar Bäume. Bist du gerade am Wölfe abschlachten? Nee, Dings, Hühner. Das hat sich bei mir angehört wie Wölfe. Ja, der hat auch noch gebellt. Bist denn du jetzt schon wieder, echt? Na toll, jetzt habe ich keinen Cobblestone dabei. Also ich bin hier in der Wüste. Ah, da bist du. Da rennt der Mann im Busch rum. Ja, wir brauchen nur ein paar Setzlinge für die Wüste und ein bisschen Erde, damit wir uns dort ein paar Bäume anpflanzen können dann. Deswegen am besten ist erstmal ein paar Bäume abschlachten. Ah, hier ist ein Setzling. Zwei, drei.
Es kommt irgendwie wie so ein Anfang für ein Let's Play Together, finde ich jetzt. So am Anfang, wenn man noch nichts hat. Aber diese neuen großen Bäume sehen schon irgendwie episch aus. Also die Bäume in den Tundra-Biomen sind größer geworden, ne? Ja, irgendwie schon. Boah, lag, ey. Aber im Dschungel sind die jetzt richtig gut gemacht, finde ich. Tja. Das haben sie gut gemacht jetzt. Naja, ich glaube, das ist noch Holz. Wenn das halt nicht so performancefressend wäre, das wäre toll. Ja, komm, das wird sich ja bestimmt dann noch. Ich hoffe mal, dass sie da wirklich noch irgendwas machen. Ja, die werden da bestimmt was machen. Okay. Okay, so. Schweben halt noch ein paar Dinge in der Luft. Hey, das ist mein...